Willkommen zu Folge 53 von Stadtfilmabend, Staffel 2, Folge, ich weiß nicht, Folge 13 wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir gleich erstmal das Spiel laden und gucken, wo wir hier überhaupt gerade feststecken, weil das wieder ein paar Tage her ist, dass ich gespielt habe. Ja, okay. Können wir irgendwelche Mods vielleicht mittlerweile... Ah ja, gut, die ganzen... Das wäre natürlich jetzt schön zu Halloween, diese ganzen Cthulhu-Mods, aber die sind leider alle noch gelb. Das heißt, die sind noch nicht wieder... Und die ganzen Hairstyles leider auch. Die sind noch nicht geupdatet, leider. So, es gibt hier so ein Altered Carbon Mod, da kann man die quasi die Persönlichkeiten von den Kolonisten in so Chips speichern und wenn die sterben, kann man die dann in einen anderen Körper pflanzen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, aber ich wollte das hier nicht überstrapazieren. Fehlspielversion adds not known roots to the game. Okay. Ja. Wo ist denn. Ich hatte doch so einen Bart-Mod. Wo ist der denn abgeblieben? Naja, was soll's. Lassen wir das erstmal. Laden wir mal das Spiel. Damit es losgehen kann. Noch länger lädt, muss ich mir die Gitarre greifen und eine kleine Weise spielen. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Also, es sind alle gut gelaunt, bis auf Carsten und Fitz. Ja, dieser Fitz. Diskutieren über Zylinder. Fitz erzählte Kerstin etwas über große Menschen. Fitz und Von sprachen über Partys. Fitz sagte Bench etwas über Spiele. Fitz und Heiko unterhielten sich über Maulesel. Heiko diskutierte mit Fitz über die Langeweile. Von und Fitz witzelten über die Nutzung von Bajonetten. Merkwürdiger Humor. Geburtstage, Schachspielen, Computerspiele, salziges Essen, Zubereitung von Linsen, Billard, freundliche Wahrsager. Okay, das ist also Fitz. Wie hieß der nochmal mit Chad, nicht irgendwie anders, sondern Chad. Fitz, 17 Jahre alt. Chad Fitz. Okay. Hier haben wir weiter unsere Hühner. Gott, da werden weitere. Und unser Elefant, genau. Wir hatten einen Elefanten. So, Nussi ist am Heu ernten. Interessant. Fox ist immer noch, rechtes Bein ist immer noch ein bisschen zerkratzt. Ich möchte dieses Bein nicht kaufen, es ist sehr kratzt. Und Kerstin
weit den Fernsehraum ein, scheinbar. Sehr gut. Ist noch nicht so ganz hübsch hier, aber immerhin durchschnittlich. Wir haben immer noch genug Essen und Alpakas sind trächtig, das ist sehr gut. Wir gucken mal, ob wir hier noch vielleicht irgendwas anderes... Ich meine, wir könnten... Ja gut, zweiten Chinchilla haben wir schon auf 10 gesetzt. Nashorn, Elefant, weiß ich nicht. So. Wie sieht euer Schlafzimmer aus? In Ordnung. In Ordnung ist in Ordnung. Und hier könnten wir dann auch noch... Was wollten wir hier noch machen? Wollten wir hier irgendwas reinmachen? Auch noch ein Schlafzimmer vielleicht? Auch kein Stahl mehr? Ne, Stahl haben wir noch genug. Gut. So, Zone. Wenn wir jetzt wieder anfangen wollen mit, dass die Leute irgendwelche Titel kriegen, dann brauchen wir auch... Wenn die Leute Titel kriegen, bräuchten wir auch wieder einen Thronsaal, ne? Also das bietet sich ja nicht wirklich an als Thronsaal. Unser Fernsehzimmer, dann müsste man woanders was bauen, möglichst zentral. Ich glaube, ich muss mal auf schnell stellen hier. Das geht ja gar nicht voran. So ist besser. Ach, Tür ist schon fertig. Gut, dann bauen wir auch mal Strom hier rein. Möbel, da. So. Haben wir eigentlich noch Steine hier? Ein paar. Nicht sehr viele. Vielleicht sollten Won und Reißer... Vielleicht sollten die mal auf Handwerk gehen. So, damit die ein paar mehr Steine machen hier. Wir brauchen hier irgendwo einen Speiseraum. Es geht nicht an, dass sie immer im Kühlraum selber das essen. Und vielleicht sollten wir... Ah, siehst du, jetzt machen die Steine sehr gut. Können wir hier noch einen Raum hinbasteln? Ein bisschen kleiner Raum, vielleicht für Nussi. Der mag es ja spartanisch. Dann könnte man hier raus einen Thronsaal machen vielleicht. Der ist gerade noch zentral genug vielleicht. Beschädigte Kleidung, das heißt, wir brauchen auch wieder Kleidung. Okay. Wir brauchen einen Schneider. Dann nehmen wir mal Schneidern hier auf 1. Sie mag das. Und Won soll dann nur noch für die Steine zuständig sein. Ah, guck mal, Nussi baut Baumwolle und Medizin ab. Ich kann das blöde
Lagerzone nicht anklicken, weil immer ein Tier drüber läuft. Brücke oder was ist das? Wir entfernen mal die Brücke. Quest abgelaufen. Hütte von Melisnos. Melisnos. So, wenn wir das entfernen, dann sehen wir genau, wo noch Bedarf ist für dieses für das Dingens. Und wir müssen auch mal wieder Bäume abholzen, damit wir hier endlich die Fallen fertigstellen können, nicht? Achso, wir haben hier ganz viele Bäume noch stehen, die schon abgeholzt werden sollen. Was macht keiner? Das ist ein Problem. Müssen wir mal lösen. Waldarbeit. Wer macht denn sowas? Ja, soll man Nunu machen. Die hat gerade nichts Besseres zu tun, oder? Oder was machst du? Trägt Granitblöcke. Ich glaube, das Holzfällen noch die angenehmere Arbeit. Was hat denn Jefim? Hässliche Umgebung, abscheuliche Umgebung, zurückgewiesen von Kerstin. In der Hitze geschlafen, verschwitzt, ohne Tischlichen gegessen, gestörter Schlaf. Hat eine leckere Mahlzeit gegessen, findet er gut, mäßige Erwartung, richtig gemütlich. Geräumige Umgebung, ja. Efim hat einen Hitzeschlag. Okay, das werden wir auf die altbekannte Weise beheben, indem wir ihn hier einfach in die Kühlkammer stellen für eine Weile. Di-di-li-di-di. Chinchilla wurde von Markus gezähmt. Sehr gut. So, Hitzeschlag ist weg. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass es normal in der Realität so funktioniert, aber hier kann man es machen. So, das ist Nussi zuweisen. Abscheulich, das ist ja so, wie Nussi das mag. Sehr gut. Hier nochmal sowas hin und eine Fackel.
So. Hier hat jetzt auch einen Hitzeschlag, okay. Jip. Ach je, Demenz, Taubheit, Taubheit, Schussnarbe, Rückenschmerzen, Arterienverstopfung, Schussnarbe. Die ist nicht gerade in einem besonders guten Zustand, die Dame. Wie geht's denn Von? Bissnarbe, rechte Hand schmerzend. Und Fitz, keine Beeinträchtigung. Okay. Party! Zum Ort springen. Carsten, geh auf die Party. Carsten, geh auf die Party. Warum ist hier eine Party und nichts passiert? Hier ist doch gar nichts. Carsten, Carsten, schmeiß eine Party. Carsten, geh auf die Party. Ja, guck mal, da kommt Nussi. Nussi und Carsten machen Party. Nussi hat einen Teppich dabei. Okay, also das ist mal eine lahme Party. Bench kommt, die Party ist sowieso vorbei. Fitz. Ah, da ist die Party. Fitz und Heiko. Okay. Ah ja, gut, jetzt sieht schon eher wie eine Party aus hier. Okay, Party vorbei. Grippe, Igitt, Von ist an der Grippe erkrankt. Naja. Eine Hose, okay. Ein Herzhüter, okay. Sollen wir hier noch eine Tür hinbauen? Jefi hat schon wieder einen Hitzeschlag. Grad ist auch ein bisschen sehr, vielleicht ein bisschen sehr heiß, oder? Okay. Grad draußen, das ist schon ein bisschen warm. So, haben wir wieder Steine. Wir haben 400 Sandsteinblöcke. Das ist gar nicht schlecht. Weil hier unten haben wir ja immer nur noch Holz. Sandstein. Bauen wir hier nochmal einen zweiten Perimeter herum. So. Und hier kann man nichts hinsetzen, das ist auch schon wieder der Boden kaputt oder was. Ja, super.
Dann wissen wir, hier kommt eine zweite Killbox hin. Anders geht's ja dann nicht. So, dann müssen wir hier. Hier geht's auch nicht weiter, super. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für den ganzen Quatsch jetzt genug Steine habe, aber werden wir dann ja sehen. Aha, zum Ort springen. Shuttle ist eingetroffen, das heißt, wir müssen jetzt hier den Gefangenen zum Shuttle bringen. Sehr gut. Okay, so kann man auch laufen, Bench. Quatschkopf. Inspirierte Kreativität. Okay. Du hast die Quest ein ausdrucksloser Gefangener erfolgreich abgeschlossen. Also vornehmer Rekonhelm, Uran und Fertigkeitstrainer, sehr gut. Geistig. Wo landet das jetzt, das Zeug? Hier. Okay. Was haben wir denn hier? Eine einmalig verwendbare Superdosis von Mechaniten, die eine bestimmte Fähigkeit trainieren. Die Dosis wird über die Augenhöhlen verabreicht, einmal im Gehirn freigesetzt wandeln sich die Mechaniten bei Bedarf in Nervengewebe um und verbessern dabei eine bestimmte Fähigkeit des Subjekts. So, wer braucht denn hier geistig? Ich habe uns ja allen was dazu geschummelt hier. Ich glaube, wenn wir Carsten, wenn Carsten unser Forscher ist, dann sollte er das mal machen. Ja. So, mal gucken. Jetzt hat er da 19, sehr gut. Und dann stellen wir Carsten mal bitte auch nur auf Forschen. Sehr gut. Aha. Nunu könnte mal Kunst bekommen hier, weil sie ist gerade inspiriert. So. Wo haben wir denn die Kunst? Kunsthandwerksgeschichten. Warte mal. Mach mal, soll sie nur aus Jade herstellen, dann wird das umso teurer. Ja, jetzt holst du Jade. Macht ein inspiriertes Kunstwerk daraus. Ich bin gespannt. Gott, das dauert ja ewig. Ich bin ein schwerer Zusammenbruch. Warum?
Starke Schmerzen. Es ist Tag. Schläfrig, leichter Entspannungsmangel, unansehnliche Umgebung, verschwitzt, in der Hitze geschlafen, durchnässt, fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Ich war auf einer Party, habe leckere Mahlzeit gegessen und... Können wir da was machen? Wenn ich schläfrig bin, soll ich mich vielleicht mal ins Bett legen, oder? Hier. Zeitplan. Ah ja. Also, ich möchte am Tag am liebsten schlafen. Soweit deckt sich das mit der Realität. So, machen wir das einfach mal. Ah, Carsten Forschert. Sehr gut. Bierbrauen. Okay, Forschungsmenü. Was machen wir als nächstes? Teufelsgarn klingt gut. Die Skulptur ist bald fertig. Fehlen noch 60 Arbeit knapp. Oh nein! Nicht jetzt aufhören, wo es fast fertig ist. So. 27. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zack. Legendäre Arbeit. Diese Schnitzerei erzählt von ein Hahn, wie er bewusstlos gemacht wurde. Kerstin scheint zufrieden zu sein. Kerstin? Achso, Kerstin hat den Hahn bewusstlos gemacht. Eine Biene, weit vom Hauptmotiv entfernt, repräsentiert den Terror des Künstlers. Diese Gravierung berichtet von dem Ereignis am 14. Dezember 5500, als der Hahn verletzt wurde. Die Nachricht über dieses wertvolle Artefakt wird um die Welt gehen. Cool. Okay, so jetzt erstmal wegtragen hier. Ein Hahn. Ja, ist ein Hahn. Stimmt. $1,705, wow, okay. Das ist schon eine Summe. Könnte man bei der nächsten Gelegenheit verticken. Oder man stellt ihn hier auf und alle sind zufrieden. War nicht Bench, der mit, mein Schlafzimmer ist hässlich. So, ich bin immer noch stärkere Schmerzen, leichter Entspannungsmangel, unansehnliche Umgebung, in der Hitze geschlafen. Warum habe ich Schmerzen? Lebensmittelvergiftung, darum habe ich Schmerzen. So. Aha. Wo ist denn dieser Helm und das Uran? Hat sich den Helm wahrscheinlich schon einer aufgesetzt, so. Ah. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist hier die inneren Holzhände abreißen, weil das ist nämlich saugefährlich.
und durch Steinwände ersetzen. Nicht alle auf einmal. Haben wir niemanden, der Bau macht gerade? Doch, ein paar Leute haben wir, die Bau machen. Machen die, die bauen die Mauer hier unten wahrscheinlich. Ja. So, sind wieder 30 Minuten rum. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und drückt den Daumen und die Glocke und subscribed, falls ihr noch nicht habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.